Namaste. Ich lade dich heute ein zu einer Gentle-Yoga-Klasse, die wir auf dem Stuhl gemeinsam machen. Wir werden den Körper mobilisieren, wir werden gemeinsam atmen und zum Schluss habe ich noch eine meditative Übung für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Setz dich auf deinem Stuhl so ein ganz kleines bisschen weiter nach vorne, sodass du ein bisschen von der Lehne entfernt sitzt. Und dann leg die Hände erstmal auf deine Beine, die Handflächen nach oben. Und wir beginnen mit einer kleinen Atemübung. Du stellst dir jetzt vor, du atmest einmal über die linke Hand ein, über den Arm, bis hin zu deiner Nase. Und du atmest über das rechte Nasenloch wieder aus, bis in deine rechte Hand. Und atmest über die rechte Hand wieder ein, bis nach oben zu deiner Nase und aus über deine linke Schulter, in den linken Arm, bis zu deiner Hand. Einatmend über die linke Hand bis nach oben zu deiner Nase und ausatmend über die rechte Nase zur Schulter, über den Arm in die Hand. Wir machen noch ein paar tiefe Atemzüge und gerne kannst du dabei die Augen schließen. Stell dir immer wieder vor, du ziehst den Atem über die Hand, über den Arm, über die Schulter bis nach oben in deine Nase. Du atmest aus über den Brustkorb, in die Schulter, über den Arm, in die Hand. In derselben Hand atme wieder ein und über die andere Seite aus. Noch einmal ein und aus. Dann lass den Atem ja ganz natürlich fließen. Beginn zu blinzeln, die Augen wieder zu öffnen, wenn du sie geschlossen hast. Leg die Hände auf die Beine und wir machen uns erstmal so ein bisschen warm. Fang mal an, mit den Beinen zu laufen. Also immer wieder ein Bein zu heben und den Fuß wieder abzusetzen. Und du kannst mal schauen, ob du sogar ein bisschen schneller werden kannst. Füße abstellen, die Arme einmal einfach neben dir hängen lassen und die Hände ausschütteln. Ganz kräftig ausschütteln und die ganzen Arme ausschütteln, alles ausschütteln, dass du das bis in die Schultern merken kannst. Arme, die Hände ausschütteln. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme einmal an. Und jetzt stell dir vor, du kreist nach Äpfeln, du willst Äpfel pflücken. Immer wieder dich lang ziehen in der Seite, lang ziehen in der anderen Seite. So als würdest du Äpfel pflücken. Dein Baum ist ganz, ganz groß und vielleicht ziehst du dich noch ein kleines bisschen länger in der Seite, nach oben. Und mit der Ausatmung die Arme wieder sinken lassen. Und dann streck einmal dein rechtes Bein nach vorne aus. Du kannst auch die Ferse am Boden aufsetzen und beginn mal im Fußgelenk zu kreisen. Richtig schöne große Kreise, so groß wie
das für dich geht. Ganz große Kreise. Und einmal die Richtung wechseln. Und dann kipp mal den Fuß nach vorne und nach hinten. Das heißt, du machst den Fuß ganz spitz und du ziehst die Fußzehen ran. Den Fuß ganz spitz und die Fußzehen ranziehen. Und wenn das vielleicht geht, kannst du auch das Bein heben und Fußzehen strecken und anziehen. Fußzehen strecken und ranziehen. Und wenn das zu anstrengend ist, setzt du einfach wieder die Ferse ab. Strecken und ranziehen. Strecken und ranziehen. Noch ein letztes Mal strecken und ranziehen und dann den Fuß wieder zurücksetzen. Und wir wechseln das Bein. Das andere Bein nach vorne ausstrecken und wieder beginnen, erstmal im Fußgelenk zu kreisen. Und wann immer das für dich okay ist, kannst du auch das Bein heben und kreisen. Und wenn das zu viel ist, einfach die Ferse am Boden lassen. Ja, so wie das für dich passt. Und einmal wechseln, zur anderen Seite kreisen. Dann den Fuß auch nochmal nach vorne und nach hinten kippen. Noch einmal ranziehen und wieder absetzen am Boden. Und mit deiner nächsten Einatmung heb jetzt mal den rechten Arm. Und dann beug dich mal so ein bisschen zur Seite und zieh richtig hier diese Flanke ganz lang und versuch mal ganz tief hier in deine rechte Seite reinzuatmen. Und ausatmend den Arm wieder sinken lassen. Einatmend den linken Arm heben. Rechten Arm, sorry, linken Arm, nochmal ein bisschen weiter nach oben rausziehen und dann vielleicht auch so ein klein bisschen zur Seite beugen und richtig schön lang ziehen in der Seite. Und jetzt atme hier ganz tief in deine linke Seite. Ganz tiefe Atemzüge. Und ausatmen, den Arm wieder sinken lassen und dann mal beide Arme lockern. Und damit wir schön warm bleiben, laufen wir auch nochmal mit den Beinen. Vielleicht kannst du sogar noch ein kleines bisschen schneller werden. Und dann langsam wieder die Füße absetzen und mal tief durch die Nase einatmen und aus. Einmal tief ein, aus. Noch einmal, aus. Und dann guck mal, ob du die Beine so ein bisschen weiter auseinanderstellen kannst. Und dann lass mal den Oberkörper nach vorne sinken. Vielleicht reicht es, wenn du hier bist. Vielleicht kannst du dich auch noch ein bisschen weiter sinken lassen, sodass jetzt dein Rücken ganz rund wird. Den Kopf locker lassen. Mit der nächsten Einatmung dich ganz, ganz langsam wieder nach oben aufrichten. Als würdest du jetzt durch die Wirbelsäule rollen, bis du wieder oben im Sitzen angekommen bist. Nehmen wir
die Beine auch wieder ein bisschen mehr zusammen. Und mit der nächsten Einatmung heben wir nochmal die Arme an und ausatmen. Die Arme sinken lassen. Einatmen, die Arme heben. Und sinken lassen. Noch einmal einatmen, die Arme heben. Und sinken lassen. Und dann nimm jetzt mal deine rechte Hand zu deinem linken Knie. Setz die linke Hand hinter dir auf, so ein kleines bisschen neben auf dem Stuhl. Und dann streck nochmal ganz bewusst die Wirbelsäule. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, drehst du vielleicht so ein ganz klein wenig weiter zur linken Seite. Immer wieder einatmen, stell dir vor, wie du dich ganz lang ziehst, ganz aufrichtest und ausatmen, vielleicht ein ganz klein bisschen weiter drehst. Ganz wichtig, dass du immer mit der Ausatmung drehst. Mit der nächsten Einatmung kommst du wieder zurück nach vorne. Und dann setz die linke Hand auf dein rechtes Bein. Rechte Hand kannst du wieder neben einfach auf den Stuhl setzen. Und noch einmal einatmen, zieh die Wirbelsäule lang und ausatmend dreh so ein klein bisschen zur Seite. Immer wieder einatmen, zieh dich in die Länge und ausatmen, vielleicht ein kleines bisschen weiter drehen. Noch zwei Atemzüge, tief einatmen. Und aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Und dann einatmend komm wieder zurück zur Mitte. Lass die Arme wieder neben den Körper sinken, ganz locker. Und dann kreis mal die Schultern ganz weit nach oben, ganz weit nach hinten und nach unten. Immer wieder in deinen Schultergelenken kreisen, ganz große Kreise. Und dabei nicht vergessen zu atmen, den Atem immer weiter fließen. Wir wechseln auch mal die Richtung und kreisen meinen Schultern nach vorne, ganz große Kreise. Und die Arme hängen lassen. Wir nehmen mal die Arme nach vorne und jetzt kreisen wir in den Handgelenken. Wenn das so ein bisschen knackt, ist das völlig okay. Und einmal in die andere Richtung kreisen. Dann die Handgelenke auch nochmal nach oben und nach unten kippen. Und die Arme hängen lassen und wieder so ein bisschen ausschütteln. Dann kannst du die Hände wieder auf die Beine legen, dich nochmal ganz aufrichten, die Schultern locker lassen und mit der Ausatmung lass mal den Kopf sinken, das Kinn Richtung Brustbein. Und einatmend den Kopf wieder heben. Ausatmend den Kopf sinken lassen. Und einatmend wieder heben. Noch einmal aus. Und einatmend heben. Und mit der nächsten Ausatmung beugt den Kopf mal nach rechts. Einatmend, komm zurück zur Mitte und ausatmend nach links. Ein, zurück zur Mitte, aus, nach rechts. Ein, zurück zur Mitte und aus, nach links. Einatmend, den Kopf wieder heben und mit der Ausatmung dreh den Kopf so, als wolltest du über deine rechte Schulter schauen. Einatmen, den Kopf wieder nach vorne drehen und ausatmen, den Kopf drehen, als wolltest du über die linke Schulter schauen.
Ein, zurück zur Mitte. Aus, nochmal nach rechts. Ein, zurück zur Mitte. Und aus, nach links. Einatmen, wieder in der Mitte ankommen. Und noch einmal laufen wir mit den Füßen. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen schneller werden, dass dir wieder warm wird. Und dann langsam die Füße wieder abstellen. Und dann nehmen wir jetzt einmal deine Hände vor dem Herz zusammen. Und wir stellen uns eine Blume vor, eine Blume, die wächst, sich öffnet und wieder schließt, so wie das im Tagesverlauf oftmals passiert. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du die Arme nach oben an für Wachsen. Ausatmend öffnest du die Arme zur Seite für Weinen. Öffnen. Ausatmend die Hände zur Seite schieben für Weiten. Und ausatmend die Hände wieder zurücknehmen vor dein Herz für Schließen. Einatmend die Arme heben für Wachsen. Ausatmend öffnen, die Arme anwinkeln zur Seite. Einatmend weiten, die Handflächen nach außen wegschieben vom Körper. Und ausatmend die Hände zurücknehmen vor dein Herz für Schließen. Einatmend wachsen, ausatmend öffnen, einatmend weiten und ausatmen schließen. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen, einatmend wachsen, ausatmend öffnen. Einatmend weiten, ausatmen schließen. Noch einmal einatmend wachsen, ausatmend öffnen, einatmend weiten und ausatmen schließen. Bring die Hände nochmal vor deinem Herzen zueinander. Die Augen für einen Moment geschlossen, spür nach, nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst nach dieser Yoga-Praxis. Dann öffne langsam wieder die Augen. Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst bei unserer kleinen Yoga-Praxis auf dem Stuhl. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Namaste. Namaste bedeutet, ich grüße das Göttliche in dir, das auch in mir innewohnt.